hesseschau.de Sportfußball SV Darmstadt 98 veröffentlicht am 18. August 22 um 19 Uhr iTouch Solo Lee soll rechtzeitig fit werden. Bild Urheberrecht Imago. Nach dem Pokalerfolg in Magdeburg geht es für Darmstadt 98 am Freitag gegen Duisburg wieder um Zweitligapunkte. Trainer Dirk Schuster erwartet viele Zweikämpfe und verspricht weitere Neuzugänge. Weitere Informationen: Das Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen den MSV Duisburg ist auch Thema im HR-Heimspiel am Samstag ab 17.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen. Trainer Dirk Schuster von Zweitligist SV Darmstadt 98 warnt davor, den kommenden Gegner MSV Duisburg zu unterschätzen. In den beiden ersten Ligaspielen sei das Team unter Wert geschlagen worden. Duisburg sei eine ehrliche Mannschaft, spiele kompakt, lauf- und zweikampfstark, also einen typischen Zweitliga-Fußball, sagte Schuster am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag, 18.30 Uhr. Er rechne mit einem intensiven, kampfbetonten Spiel gegen den Tabellenvorletzten, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Solo wohl rechtzeitig fit. Personell stehen dem Coach bis auf Angreifer Felix Platte, Sindesmose Verletzung, wohl alle Spieler zur Verfügung. Auch Kapitän iTouch Solo, der zuletzt wegen einer Reizung an der Fußsohle mit dem Training aussetzen musste, werde wohl rechtzeitig fit sein. Sind optimistisch, dass wir ihn hinbekommen. Derweil feilen Schuster und sein Team weiter am Kader. Der Wunsch nach einer Verstärkung für die Offensive sei da, und ich denke, der Wunsch wird auch bald erfüllt, sagte Schuster. Unter der Woche trainierte der vereinslose Rechtsverteidiger Johannes Bühler, zuletzt 1899 Hoffenheim IE-Runde Klammer mit der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass er sofort der Mannschaft in der zweiten Liga weiterhelfen könnte. Ich denke aber, dass er mit seinem Entwicklungspotenzial mittelfristig eine Rolle spielen könnte, so Schuster. Von Hacke geht nach Meppen. Unterdessen ist Mittelfeldspieler Julian von Hacke an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen worden. Der 24 Jahre alte von Hacke war im Juli 2017 von NEC Nijmegen nach Darmstadt gewechselt und kam seitdem in 6 Pflichtspielen zum Einsatz. Punkt. Sendung HR Fernsehen, Heimspiel am Samstag, 18. August 25, 17.15 Uhr, veröffentlicht am 18. August 22 um 19 Uhr. Quelle: dpalhe Darmstadt, Melsungen, Wiesbaden.